Eingehende Übertragung. Es ist Torsch. Hat ja nicht lange auf sich warten lassen. Auf den Schirm. Dafür wirst du bezahlen, Mann. Soll das etwa ich sein? Dafür, dass du mich verraten hast. Du bist ein Drecksack, Tosh. Typen wie dich habe ich mein ganzes Leben lang bekämpft. Du und ich, wir sind doch beide gleich. Wir würden beide alles tun, um ein Ziel zu erreichen. Nein, du kapierst es einfach nicht. Und das wirst du auch nicht mehr. Was willst du denn machen, Mann? Ich bin 6 Lichtjahre weit weg. Ich nichts. Eiskalt und effizient. Erinnert mich an jemanden, den ich mal gekannt habe. Zum Glück bist du nicht hinter mir her. Zumindest nicht heute. Wir sehen uns, Jim. Lernst du eigentlich auch mal normale Frauen kennen? Nova hat uns die Spezifikation für das Ghost Training übermittelt. Wir sollten nun in der Lage sein, selber Ghosts auszubilden. Wenn Max das rauskriegt, wird sie einiges zu erklären haben. Ich glaube, sie kann ihre Spuren ganz gut verwischen. Das ist es schließlich, was Ghosts tun, oder? Das? Und Leuten die Kehle durchschneiden. Genau. Jo Leute, willkommen zurück bei StarCraft 2 Wings of Liberty. Ja, wir haben uns letztes Mal die Missionsreihe von Tosh und Nova angesehen. Wir haben jetzt das Alternativende von Nova gesehen. Bei Tosh habe ich keine Ahnung. Ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Und wir schauen aber erstmal Nachrichten. Hier ist Kate Lockwell, live für UNN. Liga-Sicherheitskräfte haben uns heute Nacht berichtet, dass ihre Agenten die Anführer einer subversiven Rebellengruppe, die sich selbst Projekt Shadowblade nannte, gestellt und exekutiert haben. Das sind großartige Nachrichten, Kate. Haben Sie gesagt, was Sie darüber denken? Nein, haben Sie nicht, Donny. Aber ich vermute, Sie sind ziemlich froh darüber. Da hören Sie es. Liga-Sicherheitskräfte zerschlagen den geheimnisvollen Spionagezweig von Jim Rayners Terroristenorganisation. Augenblick mal, was? Die Liga hat mit keinem Wort erwähnt, dass Rayner... Und damit gebe ich ab an die Werbung. Nehmen Sie das Leben aufs Korn. I-Pistol. Okay, was könnte das Eye-Pistol wohl sein? Okay, wir schauen mal, was der Tosh sagt. Der Teig ist. Die kleine Nova, das war ein heißes Gerät. Schon mal dran gedacht, dich an sie ranzumachen, Jimmy? Die Kleine bringt nichts als Ärger, Teikes. Und im Moment ist sie damit beschäftigt, den Rest von Toshs psychopathischen Phantomen zu jagen. Von der hält man sich besser fern. Was ist nur los mit dir? Du hattest so viele Möglichkeiten. Irgendwas stimmt wirklich nicht mit dir, Mann. Ja, was haben wir hier noch? Phantomkiller-Abzeichen oder was? Phantomkiller, Rayner, ich habe mir gedacht, du willst das vielleicht haben. Pass bei der Wahl deiner Gefährten gut auf, wir sehen uns früher oder später wieder, Nova. Ah, okay. Mal ins Labor schauen. Hat der Doktor was zu sagen? Hey, ist alles ruhig. Im Arsenal. Ah, Großgewehre, schön. Ghost, 25mm K10 Kanistergewehr Mark 6. Okay, ja. Wenn ihr Bock habt, durchlesen.
Ah, der hat was zu sagen. Nova hat uns für unsere Hilfe Zugriff auf Ghost-Technologien versprochen. Hat sie schon was rausgerückt? Dein Mädchen hat was dagelassen, ja. Ich hab da auch noch ein paar neue Upgrades, an denen wir arbeiten. Sie ist nicht mein Mädchen, Swan. Unheimliche Attentäterin, die eines Tages versuchen wird, dich umzulegen? Ich weiß nicht, Junge. Sie scheint genau dein Typ zu sein. Ach, du hast doch überhaupt keine Ahnung. Okay, das Lager füllt sich langsam. Hier hinten ist noch ein bisschen Platz. Wir schauen mal in die Konsole rein. Liga-Upgrade. Ah, okay. Große erhalten, zwei Reichweite, in 3 Sichtradius, Tarnung erfordert keine Energie. Ja, puh. Inwiefern ich das nutze. Was haben wir hier? Ah, wir können Mules anfordern, die dann Ressourcen sammeln. Kostet vielleicht ein bisschen Energie, spart uns aber Arbeiter, weniger Arbeit, da bedeutet, ja richtig, wir können mehr Militär besitzen. Okay, was haben wir hier? Das ist, habe ich glaube ich soweit, das können wir vielleicht später noch mitnehmen. Was kostet das? 90.000, okay. Panzer haben wir auch soweit, das ist auch alles uninteressant und hier, ja gut, Gerüst, weiß nicht, ob ich auf die zurückgreifen werde. In der Brücke waren wir, gehen auf die Schiffsmesse, die Brücke so rum, in der Schiffsmesse waren wir schon. Nichts Neues, okay. Weiß nicht, ob ich so viel mit den Atombomben hantieren werde. Tja, was nehmen wir jetzt? Nehmen wir mal Haven, das war ja schon länger. Wir haben eine Kolonie auf dem Planeten Haven errichtet. Eine ganze Weile lang ging alles gut, aber jetzt ist jeder Funkverkehr abgebrochen. Sie antworten auf keiner Frequenz. Haben wir ja schon mal darüber überlegt. Und sehen, was passiert ist. Ja gut, wir kriegen Vikings. Virus ausgesetzt. Ja, komm, wir probieren es. Am Rande des Protoss-Raums. Ja, das kennen wir alle schon. Wir sind fast bei Haven angekommen, Sir. Haben aber immer noch keinen Kontakt mit. Sir. Eine Flotte der Protoss befindet sich im Orbit. Sie stören jegliche Kommunikation mit der Oberfläche und es scheint, dass sie ihre Hauptwaffensysteme aktivieren. Jim, du musst sie aufhalten. Matt, öffne einen Kanal zu den Protoss. Wollen doch mal sehen, wie es bei denen heute mit Diplomatie aussieht. Entaro Cassada, James Rayner. Ich bin Exekutorin Selenis. Eure Tapferkeit und die Dienste, die ihr Ayur erwiesen habt, sind uns wohl bekannt. Entaro Tassada, Selendes. Hör mal, bei allem Respekt, aber eure Flotte muss sich zurückziehen. Die Menschen auf Haven stellen keine Gefahr für euch dar. Unsere Beobachter haben bei den Kolonisten eine Infektion mit Zerg-Sporen entdeckt. Eine Reinigung muss vollzogen werden. Solltet ihr wünschen, diese Aufgabe an unserer Stelle zu übernehmen, so werden wir dies erlauben. Jim, ein paar meiner Leute mögen befallen sein. Aber du kannst doch nicht zulassen, dass die Protoss sie alle auslöschen. Ich weiß, ich werde ein Heilmittel finden, wenn du die Protoss nur aufhalten kannst. Die einzige Heilung einer Zerg-Verseuchung ist die reinigende Kraft des Feuers. Ihr wisst, dass das wahr ist, James Rayner. Ich kann sie heilen, Jim. Glaub mir. Solltet ihr euch uns entgegenstellen, werden wir uns in einer glorreichen Schlacht begegnen. Es liegt bei euch, James Rayner. Wir erwarten eure Antwort. Ja, wir haben das Glück, wir stehen zwischen zwei wahrscheinlich weiblichen Charakteren, müssen uns entscheiden, aber da wir sowieso beide spielen werden, würde ich sagen, wir beschützen einmal und danach werden wir die Kolonie säubern. Ich werde nicht mit ansehen, wie ihr eine ganze Kolonie auslöscht, Selentes. Nicht, solange die Chance besteht, sie zu retten. Es wird eine Ehre sein, euch im Kampf zu begegnen. Euer Ruf als Commander eilt euch voraus. Ich bezweifle nicht, dass ihr ihm gerecht werdet. Danke, Jenny. Vielen, vielen Dank. Was auch immer auf Haven vorgeht, meine Leute verdienen es nicht, einfach ausgelöscht zu werden. Ich werde ein Heilmittel finden. Jim, die Protoss kommen der Kolonie immer näher. Meine Leute haben keine Chance. Wir müssen die Purifier zerstören, bevor sie alles ausradiert.
Bring alle in die Hauptbasis, Ariel. Wenn die Purifier soweit kommt, sind wir geliefert. Naja, wenigstens können wir uns darauf verlassen, dass sie systematisch vorgehen. Sie werden die Siedlungen eine nach der anderen niederbrennen. Du weißt auf jeden Fall, wie man sich am besten aus keinem Kampf raushält, Cowboy. Ich habe hier was, was dir helfen wird. Ich hatte noch was gut bei jemandem und habe uns die Baupläne für den Viking ergattert. Denk dran, sie können sich von einem Jet in einen ziemlich raffiniert. Jim, die Purifier zieht einigen Nexus der Protoss Energie ab. Ihre Schilde sind völlig undurchdringlich. Wie kann man so etwas nur aufhalten? Ganz einfach. Zuerst nehmen wir diese Nexus auseinander, dann schalten wir die Purifier aus. Keine Sorge, Ariel. Wir werden sie aufhalten. Ja, wir werden sie aufhalten, aber ob das so eine gute Idee ist oder werden sie vielleicht auch zerstören sollen. Werden wir sehen. So, wir haben jetzt diese Energieleiste. Wir können das Mule rufen. Sie sagen uns, wir sollen einen Reaktor bauen. Ich habe die verschiedenen Nexus geortet, die Energie in die Schilde der Purifier leiten. Wir werden sie alle zerstören müssen, bevor wir das Schiff aufhalten können. Schiff 3, zack. Ja. Ach genau, wenn das. Jetzt müssen wir es wieder. Einige der Kolonisten haben es nicht rechtzeitig in unsere Basis geschafft. Wir sollten uns darauf vorbereiten, sie zu verteidigen, wenn die Protoss angreifen. Okay, das hört sich nie so geil an. Komm, wir brauchen nur einmal, zweimal Gas, das denke ich, das reicht. Diese mal zerstören. Okay. Ja. Dann fangen wir mal an mit der Produktion. Vielleicht noch ein bisschen Infanterie reinmischen. Ja. Ich werde jetzt schon mal hier ein Depot bauen. Infanterie. Sir, oh. Purifier ist angekommen und in Bewegung. Tja, dann sollen wir vielleicht auch schon mal rausgehen. Was klug ist. Ja, okay. Ich bin da nie so sicher. Ne, ich glaube, das sind ein bisschen zu viele. Ja, das ist keine gute Idee. Okay. Die Purifier ist gleich in Reichweite einer Kolonisten. Gut, ich würde sagen, das können wir neu starten. Da brauchen wir auf jeden Fall eine größere Armee. Arbeiter ranholen. Einmal Gas. Ich habe die verschiedenen Nexus geortet, die Energie in die Schilde der Purifier leiten. Ein bisschen enger machen hier. Müssen, bevor wir das Schiff aufhalten können. Wir können mal nach unten gehen. Vielleicht finden wir hier irgendwo Ressourcen oder so, die rumliegen, die uns vielleicht helfen. So, du bist 3. Einige der Kolonisten haben es nicht rechtzeitig in unsere Basis geschafft. Mal schauen. Wir sollten uns darauf vorbereiten, sie zu verteidigen, wenn die Protoss angreifen. Aha. Nein, nichts. Schade. Ah. Bingo! Hier was? Auch nichts. Schade. Na gut, dann gehen wir zurück. So, dahin, dahin, so dahin. Oh, ich brauche Arbeiter. Wir brauchen ein Depot. Vikings. Komm, gib. Gib, 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 ja. BBF einsatzbereit. Okay, die arbeiten. Ich denke, das sieht nicht schlecht aus. Ich kann so einen Mule rufen. Purifier ist angekommen und in Bewegung. Ein bisschen Infanterie. Oder baue ich nur Infanterie? Ich bin mir gerade unsicher. Viking sind halt, wir können das ja mal zeigen, die können sich hier transformieren. BBF einsatzbereit. Ja, können sie am Boden und in der Luft kämpfen. Ah, 350 haben wir. Zack. Ja. So, auf jeden Fall noch ein Depot bauen. Nicht, dass wir in
Schwulitäten geraten. Ja, das wird knapp. Die Purifier ist gleich in Reichweite einer Kolonistenbasis. Ja, kann ich nicht ändern. Wie sieht's hier aus? Das dauert noch eine ganze Ecke. So, nochmal ein bisschen Infanterie. Komm, wir machen nur Infanterie. Da brauchen wir auf jeden Fall den Kurs. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Ah, oh, lol. Oh. Ich glaube, da war die KI gerade ein bisschen verwirrt. Auch nicht schlecht. So. 2, 2, 2. Na komm, ich brauche Sanitäter. Oh. Schlecht. So, wie drauf mit euch? Okay. Durchgeladen und worauf soll ich warten? Kommt noch was? Sir, ich orte einen gewaltigen Energieanstieg. Die Purifier ist kurz davor zu feuern. Okay. Wir haben keine Zeit, wir müssen hier alles zerstören. So, wenn wir das haben, dann senken wir die ab. Oh, da verlieren wir eine Menge wieder. Und so ein bisschen Verteidigung. Gut, absenken, zerstören. Commander, ein Geschwader der Protoss ist hinter den Kolonieschiffen her. Wenn wir sie nicht aufhalten, sind die Kolonisten verloren. Okay. Und jetzt irgendwas? Was? Ein Nexus weniger. Weiter so, Jungs. Wir müssen dieses Schiff aufhalten. Okay. Komm her damit. Nicht genügend Mineralien. Hier komm ich! Okay. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, das wird natürlich nicht ganz so einfach. Sie wollen unser Schiff zerstören! Wir werden alle sterben! Ja, ist halt so. Jetzt wird geplündert. Wenn für die Schlacht gewohnt, dann lass uns das kaum noch erwarten. Halten Sie die Flotte auf, na gut. Dann mal schauen, ob wir das so hinkriegen mit den paar, die wir haben. Ah, ah. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ich brauche auf jeden Fall viel mehr Infanterie. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Oh. Okay. Das ist shit. Reparieren. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ja, 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 ja. Die Kolonisten haben die erste Siedlung im Weg der Purifier evakuiert. Die Kolonisten haben ein paar Ressourcen zurückgelassen, als sie evakuiert wurden. Schön, das bringt aber nichts. Wir sollten sie mitnehmen. Ja, ohne. Wow, meine Güte. Okay, Neustart. Ah, ich sollte mir einfach Infanterie bauen. Ah, Schluck Kaffee. Okay, los. Zack, zack. Ich habe die verschiedenen Nexus geortet, die Energie in die Schilde der Purifier Upgrade. Leiten. Wir werden sie alle zerstören müssen, bevor wir das Schiff aufhalten können. Ja, mal schauen. Erstmal Infanterie pumpen. Einige der Kolonisten haben es nicht rechtzeitig in unsere Basis geschafft. Wir sollten uns darauf vorbereiten, sie zu verteidigen, wenn die Protoss angreifen. Ja, was machst du? Ja, du bist die drei hier. Arbeiten. Bereit. Ja, die haben jetzt nicht so viel gebracht. Erweiterung fertiggestellt. Zack, zack, zack. Nicht genügend Mineralien. Arbeiter. Kann's kaum noch erwarten. Upgrade sollen wir brauchen noch. Die haben wir noch nicht. Ja. Abmarsch bereit. BBF bereit. Na komm, wir brauchen das nächste Depot. Komm, 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 100. Und wir den nächsten mal ausbilden, sehr schön. Sir, die Purifier ist angekommen und in Bewegung. Da müssen wir schauen, dass wir ein paar Sanitäter an den Start kriegen. Die sind ein bisschen teurer. Sehr schön. Komm, arbeiten. Nicht genügend Mineralien.
Ah, na ja, gut, dann müssen wir warten. Dann machen wir ein bisschen defensiver. Wahrscheinlich werde ich die Vikings irgendwann brauchen. Oh, Arbeiter. Zack. Da haben wir noch zwei bauen. Die Purifier ist gleich in Reichweite einer Kolonistenbasis. Vielleicht lassen wir die Defensive und wir spielen noch mit denen erstmal. So. Kaserne bauen. Mehr Infanterie. Okay, sehr schön. Upgrades, ja, Feuerkraft. So. Ja. Ich lasse mal hinten, wenn ich euch später brauchen sollte. Ja. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Aber ich brauche Sanitäter. Dann können wir das Upgrade noch nehmen. Das haben wir auch noch relativ viel. Sir, ich orte einen gewaltigen Energieanstieg. Die Purifier ist kurz davor zu feuern. So, zack, zack, zack. Gehen wir mal zur Not. Zack, zack, zack. Du brauchst ein Depot, dann brauchst du das nächste. Ja, mehr Infanterie. Ab jetzt laufen. Zack. Mule. Ja, Mineralien. Gib mir Mineralien, Baby. Commander, ein Geschwader der Protoss ist hinter den Kolonieschiffen her. Okay. Wenn wir sie nicht aufhalten, sind die Kolonisten verloren. Das heißt, wir gehen schon mal nach unten und da ich ja angegriffen werde. Nicht genug. Okay, noch zwei, komm. Ah, die kommen nicht ganz so schnell hinterher. Ja, wir haben ja relativ viel Zeit. So. Jetzt greifen sie an. Okay, zurück. Okay, mal. Zack, zack, Infanteriepumpen. Die Kolonisten haben die erste Siedlung im Weg der Purifier evakuiert. Okay. Die Kolonisten haben ein paar Ressourcen zurückgelassen, als sie evakuiert wurden. Wir sollten sie mitnehmen. Wow. Okay. Oh, jetzt kommen sie. Nicht ganz so viel verloren. Schön. Und zurück. Ja, immer noch ein Vikings bauen. Zur Sicherheit. Komm, gib. Achso. Los, los, los! Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Jetzt denke ich, können wir hier mal die Basis stürmen. Du nicht. Ja, warten wir mal kurz. Ja. Ah, die Upgrades kommen jetzt. Ja, nice. Okay. Ja, ihr nie. Okay. Dann denke ich, können wir die Basis jetzt stürmen. Das sieht doch so ganz gut aus. Wo sie mir wieder auf den Sack gehen. Den Scheiß. Ja, nice. Die Protoss sind in einer weiteren Siedlung angekommen, Sir. Ein Nexus weniger. Weiter so, Jungs. Wir müssen dieses Schiff aufhalten. Ich bin schon unterwegs. Ja, wir können auf jeden Fall noch ein Waffenlager bauen. Okay. Mehr Infanterie, mehr das. Ah, keine Mineralien. Trug. So, die machen das. Kaputt. Tja. Von wo kommen wir denn da ran? Von hier? Oh, gehen hier lang. Komm, wir gehen hier lang. Den Rest der Armee lassen wir defensiv hinten.
Erhalten Sie die. Ach, die erste Flotte braucht. Und mehr Flotten? Energieausstoß hat seinen Höchststand erreicht. Mhm. Die Protoss werden die zweite Koloniebasis zerstören. Ja, ist halt so. So, hier hin. Koloss auf jeden Fall zerstören. Der macht Flächenschaden. So, mal Dinge, gegen die wir nicht kämpfen wollen. So, zieht euch mal zurück. Brauchen auf jeden Fall Sanitäter hier. Komm, gib mir Waffen-Upgrades. Und noch ein Nexus zerstört. Gute Arbeit. Geh jetzt zurück. Lass ihnen keine Chance, sich neu zu formieren. Oh, wir könnten eine Basis bauen. Aha. Stimm und Bumm. Oh, du bleib hier. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Das war ganz schön knapp. Uiui, vielen Dank. Zack, zack, zack. Die Kolonisten sind erfolgreich aus der Siedlung evakuiert worden. So, du kommst hier runter. Ja, ja. Nicht genügend Mineralien. Ah, okay, das dauert ein bisschen. Teuer. Mule. Oh, da kommen sie. Okay. Durchgeladen und entsichert. Geht ihr mal entgegen. Nein, 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 weg. Ah, ärgerlich. Wir haben immer Einheiten verliert. Aber hier, das wollen wir uns holen. Du baust das, ich weiß. So, ganz viel Zeit haben wir nicht mehr. Okay, dann. Ich muss jetzt da lang. Oh, da greifen sie uns an. Schnell zurück. Okay. Ich denke, das kriegen wir unter Kontrolle. Ja, okay, nice. Wenn wir gerade nochmal so abwehren. Zack. Hier reparieren. Null. Sieht's aus, okay. Oh. Durchgeladen und entsichert. Sie haben fast die nächste Basis erreicht. Beeil dich! Ja, wenn ja. So, gehen wir mal nach unten. Los, los, los! Ja, wir wollen ja schon. Achso, nee, dich brauche ich nie. Heute hier. Zwei. Okay. Und tätige Arbeiter, gut. Also nicht, aber. Oh, was ist hier? Ah, hier kommen wir ja gar nicht lang. Wir müssen hier hin. Na gut, vielleicht können wir schon mal was zerstören hier. Das ist die Boden. Gucken, ein bisschen einfacher haben. So einfach, wie ich es gerne hätte. Okay. Ja, wir sind leider. Sie werden jede Sekunde auf die Siedlung feuern. Bring dich in Sicherheit. Sieht erstmal nicht schlecht aus, was wir hier machen. Ja, okay. Hier ist nicht mehr was. Nichts Wichtiges weiter. Da können wir euch schon mal zurückschicken. Zurück. Angriff. Scheiße, Verteidigung. Greifen Sie sie jetzt an. Ja. Wir haben alle Zeit der Welt. Warnung. Kotos Geschwader im Anflug auf letzte Kolonistensiedlung entdeckt. Aha. Nicht genügend Mineralien. Ah, hier hinten, okay. Na gut, und wenn wir die zerstört kriegen, ich denke mal schon. Wir müssen so ein bisschen ran schleichen. Oh, noch sind sie abgelenkt. Ja. Vielen Dank. Diese Protoss hätten uns fast erwischt. Gute Arbeit. Die Evakuierung dieser Siedlung ist abgeschlossen. So, hier könnte man noch die Bäden reparieren. Naja, Ressourcen brauchen wir jetzt nicht mehr. Unbedingt. Jetzt müssen wir nur noch das Mutterschiff rauskriegen. Brauchen wir doch mal.
Eine kleine Armee mit natürlich 6000 Leben. Ah, wir bauen erstmal noch ein bisschen Armee. Alle zweite Welt. Ihr sollt reparieren. Ihr seid schon wieder zurück, ne? Komm, repariert ihn und dann. Ja, gut. Gehen wir in den Kampf über. Wir warten mal, bis das Mutterschiff über den. Oh. So, Ressourcen. Über den Boden hier so ein bisschen ist, dass wir mit der Infanterie rankommen. So, jetzt denke ich. Können wir drauf gehen? Stimmen und. Oh. Die Purifier hat unsere Einheiten in eine andere Dimension geschleudert. Nee. Der Effekt sollte jedoch nur temporär sein. Wow. Verlieren wir erstmal alles oder was? Jetzt gibt's Mische. Sehr schön. Schätzt die Ankunftszeit der Protoss in der nächsten Koloniebasis innerhalb von 20 Sekunden, Sir. Echt? Halte ich für ein Gerücht? Die Protoss ziehen sich zurück. Du hast es geschafft. Genau, wir haben mir den Arsch aufgerissen. Haha. Wie ich sehe, sind die Geschichten über eure Raffines nicht übertrieben, Jim Trainer. Ich hoffe, dass sich euer Glaube an die Kolonisten als verrichtlich erweist. Leute, das war ein sicherer Hafen, aber die Alternative sehen wir uns beim nächsten Mal an. Macht's gut!